Schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressestunde. Seit genau einem Jahr sind wir Corona-Regeln unterworfen, die uns viel Freiheit nehmen, die unsere Grundrechte auf eine Weise beschneiden, die kaum jemand für möglich gehalten hätte. Und das ist umstritten. Am Schluss muss dann oft der Verfassungsgerichtshof entscheiden, was Recht ist und was nicht. Und dessen Präsident ist heute bei uns. Danke fürs Kommen, Christoph Gabenbarter. Guten Morgen. Die Fragen stellt mit mir gemeinsam Eva Linsinger. Sie leitet den Innenpolitikteil beim Nachrichtenmagazin Profil. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Herr Präsident, die Staatsanwaltschaft ermittelt gerade gegen den amtierenden Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP. Das ist allein schon einzigartig in der Zweiten Republik. Und dann auch noch gegen den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs. Da wurde das Handy sichergestellt. Auch noch gegen den Sektionschef Christian Pilnacek. Zusammengefasst, was ist los im Staate Österreich? Ich denke, das ist jetzt eine Häufung von Ermittlungsschritten gegen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich selber habe eine Wahrnehmung, die differenzierter ist, weil ich tagtäglich mit Justizangelegenheiten, mit Verfahren zu tun habe. Und dieser Blick auf die konkrete Wirklichkeit, die Arbeit der Justiz, sagt mir, dass jenseits dieser im Scheinwerferlicht stehenden Verfahren die Justiz ihre Arbeit ohne Unterbrechung und ohne Verwerfungen macht. Und das trotz einer schwierigen Situation. Also Sie meinen, das ist halt Zufall jetzt gerade, diese Ermittlungen gegen Personen in der Öffentlichkeit? Wie weit das Zufall ist, wie weit diese Häufung Ursachen hat in der jüngeren Vergangenheit, das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wirklich wissen. Für mich ist im Rückblick auf die letzten 20, 30 Jahre doch auch der Eindruck, dass es immer solche Wellenbewegungen gegeben hat. Als ich politisch zu denken angefangen habe, hat es einen Aufdeckerjournalisten beim Profil gegeben, Alfred Worben und der AKH-Skandal. Und so gibt es in regelmäßigen Abständen große Affären, die die Justiz beschäftigt haben. Wenn man es im Ganzen und im Rückblick betrachtet, hat sich die Justiz in all diesen schwierigen Phasen auch immer bewährt. Aber es geht ja um die Frage, die dahinter steht. Es gibt ja Kommentatoren, die sagen, naja, das macht ein bisschen den Anschein, dass der kleine Verrat des Amtsgeheimnisses, der kleine Hauch von Korruption vielleicht gar nicht so, also mehr oder weniger ein Kavaliersdelikt sein könnte. Und dann kommt die Frage dazu, dass ja das Vertrauen in die Justiz essentiell ist in einer Demokratie. Und wenn jetzt zwei führende Spitzenbeamten zum Beispiel aus dem Justizapparat, wenn gegen die ermittelt wird, wie ist es denn dann ums Vertrauen bestellt gegenüber der Justiz? Ist das nicht problematisch? Sie sprechen einen ganz wichtigen Faktor an. Vertrauen in den Staat, in Staatsorgane ist wichtig und Vertrauen in die Justiz ist besonders wichtig. Und ich denke, wenn es Vorgänge gibt, die die Justiz selber betreffen, dann ist die Justiz aufgerufen, das in aller Ruhe, und zwar durchaus nicht in der Öffentlichkeit, sondern in den Bahnen, die das Recht der Justiz vorgibt, zu agieren. Ich habe persönlich den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaften das tun. Meine Wahrnehmungsschärfe ist nicht so groß wie diejenigen, die unmittelbar in der Justiz tätig sind. Aber ich habe doch sehr viele Kontakte auch zu Vertreterinnen und Vertretern der Justiz, habe jahrelang auch unterrichtet bei Justizschulungen und kann nur sagen, die Justiz ist gut aufgestellt. Aber Sie finden das nicht problematisch, dass gegen diese Beamten jetzt ermittelt wird? Ich finde, wenn ein Verdacht da ist, dann muss die Staatsanwaltschaft dem nachgehen. Und Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist es, ihre Untersuchungen ohne Ansehen der Person am Maßstab des Gesetzes durchzuführen. Sie selbst, der Verfassungsgerichtshof, sind auch betroffen, auch gegen den Wolfgang Brandstätter, ehemals Justizminister der ÖVP, jetzt Höchstrichter, wird ermittelt. Auch er wird als Beschuldigter geführt. Es wurden sein Handy, sein Laptop beschlagnahmt. Wie beurteilen Sie das? Das gab es in der Zweiten Republik noch nie, dass ein amtierender Höchstrichter unter Verdacht steht. Wie beurteilen Sie das? Das trägt ja auch nicht gerade zum Vertrauen bei. Also diese Situation haben wir uns gewiss nicht ausgesucht. Es war auch in einer sehr belastenden Situation für den Verfassungsgerichtshof. Wir waren mit einer Reihe von Fällen, auch mit Corona-Verfahren beschäftigt, haben diese schwierige Situation aber in wenigen Tagen auch bewältigt. Wir haben das getan, was von uns verlangt wird und auch konkret von mir verlangt wird. Wir haben ein Amtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Wien bekommen und
In Erfüllung dieses Ersuchens habe ich innerhalb weniger Stunden dem Rechnung getragen. Und ich bin froh zu wissen, dass die Ermittlungen, wie ich bereits gesagt habe, in guten Händen der Justiz sind. Im Augenblick wird das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Innsbruck geführt. Aber ist nicht die entscheidende Frage, kann Wolfgang Brandstätter, während gegen ihn ermittelt wird, im Amt bleiben? Kann er Höchstrichter bleiben? Nur zum Vergleich, ganz idente Vorwürfe gibt es gegen Christian Pilnatschek, einen Spitzenbeamten im Justizministerium. Er wurde sofort suspendiert. Und auch da geht es um denselben Vorwurf, dass er nämlich eine Hausdurchsuchung verraten haben soll. Kann Wolfgang Brandstätter wirklich Höchstrichter bleiben, solange gegen ihn ermittelt wird? Die Frage, Frau Linsinger, haben wir Richterinnen und Richter uns am ersten Tag gestellt, wo die Informationen öffentlich wurden. Und wir haben auch das Gespräch sowohl mit ihm als auch über ihn geführt. Und wir haben die rechtlichen Maßstäbe, die wir dabei haben, das ist der Paragraph 10 des Verfassungsgerichtsgesetzes, uns zur Leitlinie gemacht, und das sieht eben vor, bei amtsunwürdigem Verhalten ist ein solches Verfahren einzuleiten. Amtsunwürdiges Verhalten liegt dann vor, wenn entsprechende Informationen vorliegen, die das nahelegen. Wir haben das in einem ersten Schritt geprüft, auch eine Erklärung von Professor Brandstätter erhalten, und bis ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden kann, muss es wenigstens 4 Schritte geben. Man muss die Informationen bekommen. Ich habe die angefordert von der Staatsanwaltschaft am selben Tag im Grunde. Und wir erwarten hier eine Antwort. Und in einem nächsten Schritt ist der Betroffene einzuvernehmen. In einem übernächsten Schritt ist der Generalprokurator zu hören. Und erst dann ist das Kollegium zu befassen. Eine einstweilige Suspendierung, wie sie bei Christian Pilnatschek vorgenommen wurde, die gibt es für Höchstrichter nicht, und das hat auch einen Grund, wenn ich vielleicht diesen Satz noch anfügen darf. Ein Beamter kann von heute auf morgen durch einen anderen Beamten ersetzt werden. Richterinnen und Richter haben die Garantie der Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit, und diese besondere Garantie ist ja nicht ein Privileg der Richterinnen und Richter, sondern ist letztlich Ausdruck der Unabhängigkeit der Justiz. Aber das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn läuft und die ersten Schritte sind eingeläutet. Nein, verstehe ich das richtig? Weil die Richter könnten ja mit einer Zweidrittelmehrheit seine Absetzung beantragen. Nein, es gibt kein Amtsenthebungsverfahren. Aber wie geht es dann weiter mit ihm? Also es gäbe ja erstens Ersatzmitglieder, man könnte sich ja vielleicht für die Dauer des Verfahrens zurückziehen. Jetzt ist Brandstätter im Krankenstand, soweit wir wissen, und war bei der gerade abgeschlossenen Session auch gar nicht mehr dabei. Aber wie geht es jetzt weiter? Ich erwarte Ermittlungsergebnisse von der Staatsanwaltschaft, und Sie haben es angesprochen, Professor Brandstätter ist seit Ende Februar im Krankenstand infolge eines Verkehrsunfalls, hat eine Lungenerkrankung, und in diesem Zusammenhang hat er sich krank gemeldet, und ich habe ihn seit diesem Tag nicht mehr. Ja, aber ist das nicht irgendwie eine halbe Lösung? Man ist im Krankenstand, dann kommt er halt nicht mehr, aber diese Ermittlungen können, weiß nicht, ein Jahr dauern, vielleicht 2 Jahre. Braucht man nicht eine handfestere Lösung? Wir können nur auf Basis von Informationen arbeiten, die wir haben. Es gilt für Professor Brandstätter wie für jede Bürgerin und jeden Bürger die Unschuldsvermutung. Und ich kann auf Grundlage dieser Informationen, die wir derzeit haben, keinen Schritt in Richtung eines Amtsenthebungsverfahrens setzen. Ich habe es eben erklärt, wir müssten im nächsten Schritt ihn einvernehmen und im nächsten Schritt den Generalprokurator beim Obersten Gerichtshof anhören. Das sind Schritte, die ich erst setzen kann, wenn ich entsprechende Informationen habe. Auf die warten wir. Man hätte es ja auch machen können wie Ludwig Adamowitsch damals, als er so einen Konflikt hatte mit Jörg Haider und dann im Verfassungsgerichtshof gewissermaßen die Vertrauensfrage gestellt hat und sich dieser Abstimmung quasi gestellt hat, was mehr oder weniger die Frage gestellt hat, liebes Richterkollegium, was sagt ihr, bin ich weiterhin amtswürdig oder nicht? Und das ist dann natürlich für Adamowitsch damals ausgegangen. So etwas wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Damals die Situation bei Ludwig Adamowitsch war eine ganz andere. Das war ein Konflikt im Grunde mit dem damaligen Kärntner Landeshauptmann. Und das war damals ein einmaliger Angriff auf den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes. Und dieses Verfahren hat letztlich dazu gedient, Ludwig Adamowitsch auch in seiner
Position zu stärken, weil das Kollegium des Gerichtshofs gesagt hat, also an diesen Anwürfen des Kärntner Landeshauptmanns ist absolut nichts dran. Wie lange geben Sie sich Zeit dafür? Sie haben gesagt, Sie setzen einen Schritt nach dem anderen. Wie lange geben Sie Zeit dafür? Der Kollege Pötzelsberger hat schon gesagt, die Ermittlungen können Jahre dauern im schlimmsten Fall. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das sehr rasch gehen wird. Ich habe erst vorgestern ein Gespräch mit dem zuständigen Staatsanwalt in der Staatsanwaltschaft Innsbruck gehabt und ich habe den Eindruck, dass man dort zwischen Nordkette und Bad Schakofel die Sache ganz ruhig und zügig angehen wird. Und jetzt am Wiener Königlberg sollte, Betonung Konjunktiv, sollte Anklage gegen Wolfgang Brandstätter erhoben werden, ist dann für Sie spätestens ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten? Dann ist mit Sicherheit Handlungsbedarf gegeben. Kommen wir generell zum Thema Justiz. Scheint es für Sie so, dass manche Politiker, Politikerinnen in Österreich ein gestörtes Verhältnis zu Staatsanwalt, zu Gerichten haben? Das ist jetzt ein bisschen der Blick in die Kristallkugel oder das Kaffeesudlesen. Ich möchte hier wegen meiner Rolle nicht einzelne Äußerungen von Politikerinnen und Politikern bewerten. Ich weiß, das ist ein beliebtes Spiel, der eine bewertet das vom anderen und so geht das weiter. Ich bitte Sie da wirklich um Verständnis. Meine Rolle als Präsident eines Höchstgerichts erlaubt mir da nicht, wesentliche Beiträge zu liefern. Dieses Zitat, das ich Ihnen vorgelesen habe, Entschuldigung, das stammt auch von einer Präsidentin, nämlich des Obersten Gerichtshofs. Und die sagte, gerade nach den Ermittlungen gegen Finanzminister Blümel gab es sehr heftige Attacken von ÖVP-Politikern, Bundeskanzler Sebastian Kurz abwärts. Sehen Sie da Angriffe gegen die Justiz? Sind das Pauschalangriffe? Die Justiz wurde in den letzten Wochen von einzelnen Politikerinnen und Politikern heftig kritisiert. Sie haben es angesprochen, wir haben es alle in der Medienberichterstattung auch wahrgenommen. Mir ist es wichtig, den Kontrapunkt zu setzen. Die Justiz verdient jedes Vertrauen. Die Justiz hat keine einseitige politische Schlagseite und die Politik hat sich hier zurückzuhalten, wenn sie die Arbeit der Justiz kritisch betrachtet. Es ist nämlich eines zu bedenken. Angehörige der Justiz können sich nicht so wie der politische Gegner wehren. Die Justiz hat sich zurückzuhalten, um das Vertrauen von Ihnen angesprochen in die Unabhängigkeit zu erhalten. Und die Waffen der Justiz sind hier sehr stumpf, weil der Richter, die Richterin, die Staatsanwältin, der Staatsanwalt muss das Vertrauen erhalten, dass sie ohne Ansehen der Person arbeitet. Und ein Hineinziehen in einen politischen Konflikt würde hier sehr schnell zu Schwierigkeiten führen. Wir sehen das im benachbarten östlichen Ausland Österreichs. Ja, aber das will ich jetzt noch einmal genauer wissen. Also aus der ÖVP kommen Wortmeldungen, die heißen, da gab es Verfehlungen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, da gab es Missstände, fehlerhafte Fakten, was immer das genau heißen mag. Schreibt nicht irgendwer, sondern sagt der Kanzler in einem offenen Brief. Und alles, nachdem Ermittlungen gegen einen ÖVP-Finanzminister bekannt geworden sind. Das sehen viele Kommentatoren als durchsichtig und bezeichnen eben viele Kommentatoren als Angriffe auf die Justiz. Da würde ich schon gern wissen, sehen Sie das auch als Angriff auf die Justiz? Ja, das habe ich der Frau Linsinger schon gesagt. Das ist ein Angriff auf die Justiz. Das ist eine sehr kritische Auseinandersetzung mit der Justiz. Und macht Ihnen das Sorge? Mir macht Sorge, dass wir in der politischen Auseinandersetzung, aber auch in der öffentlichen Auseinandersetzung insgesamt eine Verschärfung des Tons haben. Und das ist nicht allein ein Thema der Politik, auch nicht allein ein Thema der klassischen Massenmedien, sondern vielfach auch der sozialen Medien, dass Tageszeitungen plötzlich ihre Foren schließen müssen, weil es einfach unerträglich wird. Das zeigt, dass wir gesamtgesellschaftlich, aber auch weltweit eine Bewegung haben, die vor der Justiz offensichtlich nicht Halt macht. Die Diskussion über die Erfüllung von Aufgaben der von Aufgaben des Staates wird mitunter mit Worten kritisiert. Und ich kann Ihnen da auch, könnte Ihnen aus Briefen an den Verfassungsgerichtshof zitieren, die auch öffentlich gemacht werden, wo man sagt, das ist jenseits jeder Verhältnismäßigkeit. Aber noch einmal zum Hintergrund. Ich zitiere Walter Geier, den ersten Chef der Korruptionsstaatsanwaltschaft damals. Der hat im Report gesagt, wenn die Justiz jeden Tag angegriffen wird, dann hat das einen Zweck, nämlich dass nicht mehr so scharf ermittelt wird. Könnte das dahinter stehen? Ich kann darüber nicht spekulieren. Ich weiß es nicht.
Apropos Brief, es hat auch der Herr Bundeskanzler einen Brief geschrieben, in dem er eben von fehlerhaften Fakten gesprochen hat. Das hat manche fast ein bisschen an den Stil von Donald Trump erinnert. Der offene Brief war an die Justiz. Wie beurteilen Sie das? Ist das populistisch? Ist es ein Fehler? Ich weiß nicht, dass Sie da gerne eine Stellungnahme hören würden, aber noch einmal aus meiner Rolle, ich möchte hier nicht einzelne Äußerungen von Politikern kommentieren. Wir verstehen nur nicht ganz, es sind fast alle ausgerückt. Die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, die Präsidentin der Richtervereinigung, der Präsident der Rechtsanwaltskammer, alle haben sich schützend vor die Unabhängigkeit der Justiz gestellt. Sie sind Präsident des Höchstgerichts. Wäre das nicht auch Ihre Aufgabe? Ich tue das genauso und ich glaube, ich habe das in den letzten 10 Minuten getan. Die Justiz arbeitet hervorragend. Die Justiz hat auch einen hervorragenden Ruf. Ich habe mir in den letzten Tagen angeschaut, dass den Vertrauensindex im Euro-Barometer, Euro, dass ich es rausbringe, Barometer, das ist an einem Tag, wo es schneit, vielleicht ein besonderer Zungenbrecher. Dort ist die Justiz bei 85% im Ansehen, im Vertrauen in Österreich. Und das ist ein Spitzenwert in der Europäischen Union. Den sollten wir erhalten und da sollten wir alles tun. Und noch einmal, ich verteidige mit jedem Wort, das ich hier sage, die Justiz. Ich möchte nur nicht mich in die Niederungen der Tagespolitik begeben. Ja, aber weil Sie das gerade ansprechen, diese Eurobarometer-Umfrage, die habe ich auch gelesen und dann weiter unten im Text steht, die Zufriedenheit mit der Justiz ist ziemlich gut in Österreich, eigentlich Europaspitze, aber weiter unten steht, dass Österreich, glaube ich, gemeinsam mit Polen das einzige Land ist, in dem es so ein strenges Weisungsrecht noch gibt, von oben herab in die Justiz hinein, also gewissermaßen anachronistisch und dringend reformbedürftig, also ganz so ist es auch nicht. Ich habe da eine etwas differenzierte Meinung und der Zusammenhang, vielleicht ist das gerade ein Beispiel, dass man zufrieden sein kann mit der Justiz, selbst wenn es eine Weisungsspitze gibt, die bei der Ministerin angesiedelt ist. Und vielleicht komme ich auch noch zu sprechen auf das Thema im Zusammenhang mit Justizreformen. Eigentlich ist das ein Zeichen, dass die Frage der Weisungsspitze gar nicht entscheidend ist für das Vertrauen in die Justiz. Von der anderen Seite noch einmal gefragt, können Sie Verfehlungen bei der Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eigentlich erkennen? Ich habe selber gedacht, ich habe mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu tun, als es um diese Vorfälle ging, die Sie angesprochen haben, Frau Linsinger. Das war die Staatsanwaltschaft Wien dann und später die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Und ich kann hier nur sagen, meine persönliche Wahrnehmung war die einer sehr professionellen Arbeit und ich bin froh, dass zu wissen, dass in den Anklagebehörden Menschen sitzen, die sich an das Gesetz halten und die versuchen, ihre Arbeit so gut wie möglich zu machen. Der Kern der Vorwürfe der ÖVP, ich spitze es jetzt etwas zu, ist, dass da quasi eine Behörde völlig außer Rand und Band ist und aus parteipolitischen Motiven ermittelt. Das sehen Sie also nicht offensichtlich. Noch einmal, ich erkläre es gern noch ein weiteres Mal. Ich habe meine Eindrücke von der Arbeit der Justiz, die sind positive und ich möchte nicht kommentieren, wie andere in einer bestimmten Wortwahl die Sache. Dann versuchen wir, Herr Präsident, einen Schritt zurückzugehen. Es gibt ja derzeit einen ganzen Schwung an Ermittlungen gegen den amtierenden ÖVP-Finanzminister, gegen einen ehemaligen, gegen den ehemaligen FPÖ-Vizekanzler, gegen den ehemaligen ÖVP-Justizminister, gegen Spitzenbeamte der Justiz. Viele fragen sich, was passiert da gerade? Ist in Österreich wirklich Korruption so weit verbreitet, dass gegen Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft ermittelt wird? Sind das alles Nebenwirkungen und Auswirkungen des Ibiza Videos und des Untersuchungsausschusses? Oder ist das einfach so, dass jetzt die für Österreich relativ neue Behörde der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt ernsthaft gegen Korruption ermittelt? Wie sehen Sie das? Was steckt da dahinter? Ja, im Grunde hat Herr Pötzelsberger eingangs die Frage ein bisschen angelehnt an Shakespeare gestellt und letztlich Hamlet. Und es war auch in einem Kommentar in der Süddeutschen noch näher das Zitat dran. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist ja so jung nicht mehr. Sie arbeitet ja schon seit geraumer Zeit. Ich glaube, dass wir... Ein gutes Jahrzehnt ungefähr. Ein gutes Jahrzehnt. Ich glaube, dass wir auf europäischer Ebene auch, denken Sie an Greco, an andere auch Bemühungen im Rahmen der Europäischen Union,
dass wir hier auch Schritt für Schritt weitergehen und dass man heute Dinge genauer ansieht. Und ich würde sagen, unabhängig von einer konkreten Anklagebehörde, als man das vor 10, 20, 30 Jahren gemacht hat. Ich denke, wir sind als Gesellschaft, auch als Rechtsstaat in einem Lernprozess. Und Lernprozesse gehen manchmal durch Krisen. Und möglicherweise ist das, und ich würde dir da ein Stück weit zustimmen, das, was wir seit 2019 hier erleben, seit jenem Mai-Samstag, wo ein Video öffentlich geworden ist, ist, glaube ich, ein besonderes Deutlichwerden des Ganzen. Und der Untersuchungsausschuss im Nationalrat, der sich mit der Aufarbeitung dieser Vorgänge beschäftigt, macht das nur noch einmal stärker öffentlich und bewusst und deutlich für uns alle. Herr Präsident, nach der Kritik, vor allem aus der ÖVP, in Richtung der Justiz, gab es verschiedene Vorschläge, dass jetzt, weiß nicht, Dinge zu ändern seien. Die Verfassungsministerin Edtstadler hat zum Beispiel gesagt, sie würde gerne verbieten, aus Akten zu zitieren, wenn sie noch nicht in einer öffentlichen Verhandlung sind für die Medien. Das ist scharf kritisiert worden, von den Grünen abgelehnt. Und nach ungefähr 20 Jahren hat sich die ÖVP dann auch ganz plötzlich entschlossen, einen Bundesstaatsanwalt einführen zu wollen. Da hat man sich früher immer geweigert. Dann plötzlich mit den Ermittlungen hat sich diese Meinung ganz grundlegend geändert. Ist das Anlass Gesetzgebung? Ja, noch ist keine Gesetzgebung, noch ist eine Diskussion. Welche Motive einzelne Akteure haben, darüber können wir hier an dem Tisch auch nur spekulieren. Ich selber war immer eher kritisch aus zwei Gründen gegenüber einer unbedachten Änderung der Organisation der Weisungsspitze. An und für sich ist eine Weisung, und ich zitiere hier den ehemaligen Justizminister Clemens Jablona, nichts a priori Schlechtes. Wichtig ist, dass die Weisung transparent und gesetzmäßig ist. Und wichtig ist ein weiteres, dass die Weisungsspitze dem Nationalrat verantwortlich ist. Das ist sozusagen im Bauplan der Demokratie drinnen. Da sind wir beim Punkt, aus Ihrer Sicht, der Bundesstaatsanwalt, das schaut im Moment so aus, als würde das tatsächlich kommen, aber die Modalitäten sind natürlich wichtig. Wie soll das aufgestellt sein? Es gab den Vorschlag, damit wir es gleich konkret machen, für 12 Jahre bestellt, nicht wiederzuwählen, um möglichst unabhängig zu sein, vielleicht ein Richtergremium dazwischen schalten, auf der Suche nach der Person. Was ist für Sie ganz wichtig? Was soll da sozusagen eingeführt sein? Also wichtig ist das eine Moment, die Verantwortlichkeit gegenüber dem Nationalrat. Wichtig sind die Bestellungsmodalitäten. Wenn man ein so großes Projekt angeht, das ganz entscheidend ist für das Vertrauen in die Strafjustiz, dann muss auch die Auswahl der Persönlichkeit der Frau oder des Mannes, der oder die das werden soll, sehr gründlich sein. Und dieser Auswahlprozess muss Vertrauen erzeugen. Wenn wir zurückdenken in die 1990er Jahre, da war die Diskussion gar nicht wahrnehmbar über eine solche Einführung. Warum? Es gab damals einen Justizminister Michalek, der aus dem Parteienstreit herausgenommen war und das Ministerium mit ruhiger Hand geführt hat. Ich glaube, wenn man die Zeit danach anschaut, wir haben ja jetzt doch seit Beginn des Jahrtausends in sehr geringer, kurzer Abfolge immer wieder Ministerwechsel gehabt an der Spitze des Ministeriums. Und das ist eine andere Konstellation. Und wenn man aufgrund dieser Konstellation rechtspolitisch der Meinung ist, man sollte jetzt eine herausgehobene Person aus dem in Form eines Bundesstaatsanwalts einführen, dann ist das eine legitime Überlegung. Dann ist aber wichtig, dass der Auswahlprozess nicht dazu führt, dass das erst wieder jemand ist, dem man nicht vertraut. Ja, aber machen wir es konkret. Raus aus den 90ern ins Jahr 2021, 12 Jahre die Bestellungsfrist und eine Bestellung durch ein Richtergremium. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Das ist ein Weg, der sicher gut ist. Aber was ist Ihr Weg? Ich bin nicht Verfassungsgesetzgeber. Aber Sie haben eine Meinung. Ich habe eine Meinung, und die Meinung ist, dass 12 Jahre ein guter Zeitraum ist. Das ist die Bestellungsdauer für die Präsidentin des Rechnungshofes. Und das ist etwas, wo man, wenn das jemand ist, der in seinen 50ern dazu ernannt wird, nicht mehr in Erwartung einer weiteren Karriere auf das Amt hingeht. Vielleicht wird man Bundeskanzlerin nachher noch, aber kann sein. Kann man ja auch schon in den 30ern werden. Aber das heißt, da sollte niemand jünger werden. Das Alter habe ich damit nicht angesprochen, aber der Sinn einer langen Amtsdauer ist, Unabhängigkeit zu gewährleisten.
Und wenn ich natürlich in einer herausgehobenen, ganz wichtigen Funktion Leuten auch auf die Finger klopfen muss, mit denen ich vielleicht nachher beruflich wieder zusammenarbeiten muss, ist das kein Garant für eine Unabhängigkeit. Das ist übrigens ein ständiger Stehsatz in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte für die Unabhängigkeit von Justizbehörden. Daher glaube ich, ist das eine legitime Überlegung, auch wenn man über Amtsdauer nachdenkt. Herr Präsident, Themenwechsel, Hand aufs Herz. Ganz ehrlich, haben Sie schon mal eine Corona-Regel übertreten? Sie wären nicht der Erste. Der Bundespräsident, dem ist es auch passiert. Sind Sie zum Beispiel immer um 20 Uhr zu Hause? Nein, ich bin sehr oft nicht zu Hause. Ich habe es, glaube ich, letzten Freitag wieder mal überschritten, weil ich zu lange im Büro war. Aber ich glaube, das ist zulässig. Das ist so. Aber es gab sicher mal die eine oder andere Situation, wo man an der Grenze dessen war, was zulässig ist. Man hat sich im Bereich des Privaten auch so verhalten, dass es noch zulässig ist. Aber Silvester zu zweit feiern wird sich hoffentlich nicht so bald wiederholen. Diese ganze Pandemie ist ja ein wahnsinnig schwieriger Balanceakt zwischen verschiedenen Grundrechten. Es sind derzeit viele Grundrechte entweder beschnitten oder ganz ausgesetzt. Reisefreiheit, Erwerbsfreiheit etc. etc. Auf der anderen Seite steht dem gegenüber auch das Recht auf Gesundheit. Wie wägt man da ab? Wie lange können so entscheidende Grundrechte beschnitten werden? Was ist da, wie kann man diese Balance wahren? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil sie immer von zwei Momenten bestimmt ist. Sie ist einmal bestimmt von den Informationen, die man hat am Beginn und Informationen, die zum Teil auf Unsicherheit basieren. Man hat Informationen über die Gefährlichkeit einer Krankheit, die sich im Laufe der Zeit ändern, über die Fragen ihrer Verbreitung. Wenn Sie zurückdenken, vor einem Jahr haben wir darüber nachgedacht, etwa bei uns im Gericht, ob es gefährlich sein kann, wenn man bestimmte Akten physisch weitergibt, ob sich das Virus an Oberflächen von Plastik oder Papier weiter überträgt. Heute wissen wir, das ist weniger gefährlich. Das heißt, wir haben jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt ein unterschiedliches Wissen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es sind Prognoseentscheidungen. Da haben Sie schon recht, aber was klar ist, es sind jetzt wirklich entscheidende Grundrechte schon Wochen, Monate lang entweder beschnitten oder ausgesetzt. Es gibt auch wirklich kluge Menschen, die sagen, puh, das wird schon langsam jetzt echt gefährlich für die Demokratie. Wie sehen denn Sie das? Die Dauer der Beschränkung ist ein wesentlicher Maßstab in dem, was wir zu prüfen haben, nämlich wir haben die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme zu prüfen in jedem Einzelfall. Und verhältnismäßig heißt, es darf nicht mehr an Freiheit beschränkt sein, als notwendig ist, um das Ziel, Sie haben es angesprochen, des Gesundheitsschutzes zu erfüllen. Und im Zeitablauf wird manches gravierender. Wenn Sie an den Schulunterricht denken, 2-3 Wochen zusätzlich Ferien, darüber werden sich Schülerinnen kaum beschwert haben. Wenn es aber über Monate geht, dann wird das zu einem Nachteil für eine ganze Generation. Und diese Abwägung, die trifft der Verfassungsgerichtshof. Wir haben am Freitag eine Entscheidung veröffentlicht zum Fernunterricht an Schulen. Und da wird auf die Belastungssituation aller Betroffenen, der Pädagogen, auch der Eltern, aber auch Pädagoginnen und Pädagogen und Schülerinnen und Schüler Bezug genommen. Da sind wir dabei, dass das sich verschärft. Ich sehe es an den Studierenden an der Universität. Wenn man über 2-3 Semester keinen Lehrenden, keine Lehrende an der Universität mehr physisch gesehen hat, dann ist es selbst bei Leuten, die aufgewachsen sind mit elektronischen Geräten, und das sind die Millennials, auch für die ist das ein mühsamer Prozess. Ich hoffe umgekehrt, dass am Ende des Ganzen wieder mehr geschätzt wird. Ich erwarte nicht, dass die Hörsäle vielleicht ein bisschen besser gefüllt sind als vor der Pandemie. Aber die Verhältnismäßigkeit ist ein wichtiger Punkt. Herbert Prantl von der Süddeutschen Zeitung hat gerade ein interessantes Buch geschrieben, wo, glaube ich, der Satz sinngemäß steht, die Freiheit muss sich niemals rechtfertigen, sondern die Beschränkungen müssen sich rechtfertigen, und zwar am allerbesten täglich. So,
Und dann frage ich mich, jetzt werden immer mehr Leute geimpft und es gibt auch viele Immune. Wo ist der Punkt, wo das zu kippen beginnt? Also wo muss man sagen, so, jetzt ist die Verhältnismäßigkeit vielleicht wieder auf die andere Seite zu bewerten. Das Pendel muss umschlagen und wir müssen die allgemeine Freiheit wiederherstellen und die Beschränkungen der Grundrechte aufheben. Also sind wir vielleicht gar nicht mehr so weit von diesem Punkt entfernt? Wie weit wir da entfernt sind, kann ich ganz schwer beurteilen. Sie müssen am Schluss vielleicht darüber entscheiden. Wir müssen darüber entscheiden. Das Gute ist, und das ist schon ein Wesen auch einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle, es gibt verschiedene Meinungen und die werden zusammengefügt in einer durchaus manchmal sehr komplexen Diskussion zu einer Gesamtentscheidung. Dieses Bestimmen der Rechtfertigung zum richtigen Zeitpunkt, das ist eine unserer Grundaufgaben. Und ich kann diesen Satz von Heribert Brandl nur doppelt unterstreichen. Die Einschränkung muss sich rechtfertigen. Tut sie halt, weiß nicht, kann man darüber diskutieren, ob sie das gut genug tut gerade. Aber sind wir nahe dieses Kipppunkts? Wo ist der Kipppunkt eigentlich? Wir fordern das ein. Jedes Mal, wenn sich eine Frau oder ein Mann an unseren Gerichtshof wendet und ein Vorbringen hat, dann muss die Regierung rechtfertigen, warum die Maßnahme des Gesundheitsministers, des Gesetzgebers zur Beschränkung der Freiheit, zum Schutz der Gesundheit wirklich erforderlich ist. Wo der Kipppunkt ist, das entscheiden letztlich zunächst einmal der Gesetzgeber, der ihn definiert in der Prognose. Mhm. Der Minister, die Ministerin hat das zeitnah umzusetzen und das Gericht kontrolliert im Nachhinein. Das sind sozusagen drei Phasen. Wir blicken im Nachhinein drauf. Das ist das Wesen gerichtlicher Kontrolle. Ich kann die Prognose jetzt nicht geben, aber wenn etwa jetzt, wir haben jetzt den Antrag da von vielen Künstlerinnen und Künstlern, was den Veranstaltungskulturbereich betrifft, wir werden voraussichtlich noch vor dem Sommer auch über diese Frage entscheiden, weil das ist ein Kern, die Kunst und Kultur ist ein Kern unseres gesellschaftlichen Lebens und auch der ist ganz genauso wichtig wie der Schulunterricht oder die Erwerbsfreiheit von Hotel- und Gastgewerbebetrieben. Da wird ein interessanter Punkt angesprochen in diesem Antrag, nämlich die Künstler, Künstlerinnen argumentieren, es sei nicht fair, es können Gottesdienste, kirchliche Veranstaltungen stattfinden, aber keine künstlerischen Veranstaltungen. Das heißt, die argumentieren mit der Ungleichbehandlung. Sehen Sie das? Ist das ein gravierendes Argument? Die Gleichheitsfragen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie sind ganz besonders schwierige. Sie begleiten uns jetzt wirklich schon seit 11 Monaten, seit der erste Antrag eines Handelsunternehmens bei uns eingelangt ist und gesagt hat, warum die Quadratmetergrenze? Berufsgruppen bis heute, Friseurinnen und Friseure auf der einen Seite, andere Dienstleistungen auf der anderen Seite, Gastgewerbebetriebe, andere Dienstleistungsbetriebe. Auch die Frage der Religionsausübung und der Kultur ist eine gleichheitsrechtliche Überlegung, die seit einigen Monaten in der Fachliteratur diskutiert wird. Ich glaube, wir werden uns mit diesem Argument sehr intensiv auseinandersetzen und auch, das ist übrigens im Wesen unseres Verfahrens, wir prüfen jedes Antragsvorbringen und beantworten es auch. Also Sie wollen jetzt nicht sagen, ob das aus Ihrer Sicht eine Ungleichbehandlung ist, eben Religionsfreiheit versus Kunstfreiheit, beides in der Verfassung oder im Staatsgrundgesetz. Ist das eine Ungleichbehandlung? Ich kann es deswegen nicht sagen. Ich habe vor einer Woche den Akt der zuständigen Richterin zugeteilt. Sie führt jetzt ein Vorverfahren mit der Regierung und wir werden dann entscheiden. Warum ich nicht will, kann ich Ihnen sagen, das ist der Respekt vor meinen Kolleginnen und Kollegen. Nur weil ich hier jetzt eingeladen wurde, über eine Frage, die uns beschäftigt, zu sprechen, das legitimiert mich nicht, meinen Kolleginnen und Kollegen hier meine Meinung auszurichten. Ich werde das in einigen Wochen in unserem Beratungssaal tun. Ein heikler Punkt, der viele Menschen bewegt. Es war gestern wieder eine Anti-Corona-Demonstration, wie jetzt schon an vielen Wochenenden. Auch da stehen ja Grundrechte einander gegenüber, Recht auf Gesundheit. Viele der Corona-Skeptiker marschieren ohne Maske, halten Abstandsregeln nicht ein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Demonstrationsrecht, Meinungsfreiheit. Wie sehen denn Sie diesen schwierigen Punkt? Sollen, können, müssen Demonstrationen verboten werden, aufgelöst werden? Wie würden denn Sie da vorgehen? Also die generelle Antwort gibt es wie in so vielen Bereichen auch hier nicht. Wichtig ist, dass das Grundrecht auf Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit
ein sehr, sehr wichtiges Grundrecht in der Demokratie ist. Das steht jeder Mann, jeder Frau zu. Und auch in Zeiten einer Pandemie steht das zu und gibt es das Recht zu demonstrieren. Was umgekehrt auch wichtig ist, dass der Schutz der Gesundheit der Menschen, die ein Grundrecht ausüben, auch während einer Demonstration geschützt werden muss. Und wenn jetzt die Versammlungsbehörde, die Polizei der Meinung ist, hier wird der Gesundheitsschutz nicht hinreichend gewahrt, dann hat sie vom Gesetz die Pflicht, unter Umständen auch eine entsprechende Versammlung aufzulösen. Das ist die Balance, die auch hier zu treffen ist, dass es auch unterschiedliche Meinungen gibt, Strömungen in der Versammlungsszene, die wir derzeit erleben. Das berechtigt nicht zur Auflösung der einen Versammlung, weil sie einem lieber ist vom Anliegen. Das wäre eine unzulässige Beschränkung. Sprechen wir es offen an. Sie haben es jetzt recht elegant umschifft. Es sind dort bei diesen Demonstrationen auch Rechtsradikale, Neonazis dabei. Das ist aber aus Ihrer Sicht noch kein Grund, die Demo aufzulösen, wenn ich es richtig verstehe. Da wird wieder Sieg Heil gerufen auf der Ringstraße in Wien. Das sind ja bei Fragen, die den Tatbestand der Wiederbetätigung erfüllen, muss mit aller Schärfe eingeschritten werden. Da gibt es Straftatbestände und wenn ich richtig informiert bin, wurden die Personen oder werden die Personen ausgeforscht und die müssen einem strafrechtlichen Verfahren zugeführt werden. Sie haben schon darüber gesprochen, es gibt eine ganze Fülle von Beschwerden wegen Corona an den VfGH 250. Sie haben auch einen ganzen Schwung an Verordnungen für verfassungswidrig erklärt. Die Beschränkung in den Geschäften, die Maskenpflicht in Schulen und so weiter und so weiter und so weiter. Also wirklich eine ganze Menge. Ist da wirklich ein Verordnungspfusch passiert oder wird das besser? Wir haben jetzt in der letzten Woche auch über Verordnungen entschieden, wo wir festgestellt haben, dass die Vorgaben, die wir im vergangenen Jahr formuliert haben für das Ermitteln der Grundlagen und das Dokumentieren der Grundlagen von Verordnungen, dass die erfüllt wurden. Insoweit nehme ich einen Lernprozess wahr und das sehen wir auch in den Verfahren. Es wird heute mehr begründet, mehr dargelegt in Verordnungsakten als noch vor einem Jahr. Das heißt, die Qualität der Verordnungen ist besser geworden? Sie ist besser geworden, um es anders zu formulieren. Die Behörden, die Verordnungen erlassen, und das ist ja nicht nur der Gesundheitsminister, das ist auch der Bildungsminister, das sind auch Verordnungsgeber auf Landes- und Bezirksebene, die sind heute gründlicher als vor einem Jahr. Aber es war ja frappierend, wie viel, Frau Linsinger hat schon angesprochen, wie viel da aufgehoben worden ist und auch weiterhin aufgehoben wird. Da kann man ja ganz generell die Frage stellen als Staatsbürger, darf ich mir dann nicht erwarten, dass die Regierung und die ihr nachgeordnete Verwaltung auch in schwierigen Situationen in der Lage ist, sauber zu arbeiten, Regeln zu erlassen, die verfassungskonform sind? Die Polizei zum Beispiel muss auch in schwierigen Situationen gut funktionieren und kann nicht überschießend sein. Also müsste man diese Routine nicht haben als Gesetzgeber? War das Pfusch? Also der Gesetzgeber hat ja beginnend mit dem 15. März Regelungen erlassen, die er dann auch modifiziert hat. Wir haben im Übrigen keine gesetzlichen Regelungen aufgehoben. Es betraf Verordnungen. Und bei den Verordnungen, würde ich sagen, vor einem Jahr war wenig Routine erkennbar. Das hat viele überrascht. Dazu muss man aber auch eines sagen, die gesetzliche Grundlage war noch aus der Monarchie, die war überhaupt nicht, in Teilbereichen überhaupt nicht geeignet für das, was wir im letzten Jahr machen und was die Vollziehung auf Grundlage des Gesetzes derzeit tut. Deswegen wurde auch in sehr raschen Abfolgen die Gesetze geändert. Und ich nehme schon auch wahr, dass man hier versucht hat, in den betroffenen Behörden sich besser aufzustellen, als man es vor einem Jahr war. Aber was ich eigentlich gemeint habe, was macht denn das mit dem Grundvertrauen in die Regelungen, die in Österreich gelten? Weil wenn ich als Bürger bemerke oder als Bürgerin bemerke, die Regeln halten nicht, dann halte ich mich vielleicht auch nicht mehr dran. Also mittlerweile hat man ja manchmal das Gefühl, dass man alle 14 Tage andere Regeln hat, denen man unterworfen ist. Das ist ein bisschen so, wie wenn auf der Straße zuerst Tempo 30 gilt, dann gilt nächste Woche Tempo 70 und dann gilt wieder Tempo 50. Ist das nicht alles wahnsinnig verwirrend? Ja. Und problematisch. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber
da muss man vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Qualität der Normsetzung, Verordnungserlassung. Mhm. Und das andere ist auch bei gegebener Qualität diese raschen Änderungen. Und ich glaube, das kann niemand bestreiten. Jedenfalls mir geht es so, das macht müde, ständige Anpassen, das ständige Informieren, was darf ich denn? Sie haben mich gefragt, haben Sie sich... Auch am Vertrauen, habe ich gefragt. Und das Vertrauen wird dadurch nicht gefördert. Ich sage aber jetzt vielleicht einen Satz zur Qualität unseres Rechtsstaats insgesamt. Es ist genauso wichtig, wie dass das möglichst von Anfang an passt, dass es nachher streng kontrolliert wird und dass die Bürgerin, der Bürger das Vertrauen hat, dass eine rechtswidrige Verordnung vom Verfassungsgerichtshof beseitigt wird und im Gefolge, in Entsprechung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, dann die Verwaltung im zweiten Anlauf die Sache richtig macht. Aber ist nicht Ihr Problem eindeutig, dass Sie sind logischerweise immer hinten nach? Sie heben manche Verordnungen auf, die schon gar nicht mehr gelten. Sie werden sich mit manchen Verordnungen erst beschäftigen, wenn die Pandemie überhaupt schon vorbei ist. Wäre wie in Deutschland ein Eilverfahren des Höchstgerichts, wäre das eine gute Möglichkeit, dass Sie quasi schneller ad hoc entscheiden? Wird das vielleicht auch mehr Vertrauen schaffen? Ich bin mir da nicht sicher. Die Diskussion um Eilverfahren gibt es jetzt auch so lange, wie es die Pandemie gibt. Und sie ist losgetreten worden Ende April letzten Jahres. Da konnte man nicht wissen, dass der Verfassungsgerichtshof bereits im Juni, Juli seine ersten Entscheidungen treffen würde. Wir reden von 2 bis 3 Monaten Verfahrensdauer. Unsere durchschnittliche Verfahrensdauer ist 115 Tage. Würden wir ein neues Verfahren haben, wären wir nicht wesentlich schneller. Warum? Ein Gerichtsverfahren hat eine gewisse Dauer, weil es gewisse Mindestbedingungen erfüllen muss. Es müssen die Parteien angehört werden. Also in einer schnelllebigen Zeit, wo man heute eine Information hat, morgen eine Antwort, da stellt sich ein Gerichtsverfahren ein bisschen quer. Warum? Weil Qualität geschuldet ist und weil Rechtsstaat sozusagen seinen zeitlichen Preis hat. Wir sind weltweit unter den raschest entscheidenden Verfassungsgerichten. Und wir würden durch so ein Eilverfahren keine Verbesserung der Entscheidungsgeschwindigkeit erzielen und jedenfalls keine Verbesserung der Entscheidungsqualität. Ich habe vor ein paar Monaten den schönen Satz eines Grazer Internetjournalisten gefunden. Sie haben das Zitat auch in Ihrem Buch gebraucht. Peter Glaser schreibt, Information ist schnell, Wahrheit braucht Zeit. Und genau dieses Wahrheit braucht Zeit ist etwas, was auch das fürs Gerichtsverfahren gilt. Da sind Sie also skeptisch. Es gibt einen anderen Reformvorschlag fürs Verfassungsgericht, nämlich dass Dissenting Opinions öffentlich gemacht werden. Dass man also sieht, Richter, Richterin XY war aus dem und dem Grund dagegen. Was halten Sie denn davon? Die Diskussion um die Dissenting Opinion ist auch eine lange. Sie ist seit den Anfang der 1990er Jahre immer wieder in Wellen hochgekommen. Es hat Ende der 1990er Jahre eine parlamentarische Enquete gegeben. Dort sind eigentlich alle Argumente auf den Tisch gelegt worden, die es bis heute gibt. Ich selber war immer skeptisch. Skeptischer geworden, nachdem ich in den Verfassungsgerichtshof eingetreten bin und nachdem ich die Arbeitsweise kennengelernt habe. Auf den ersten Blick klingt so ein Sondervotum gut, weil man das Gefühl hat, man nimmt mehr wahr als nur die Entscheidung des Gerichts. Wenn man aber sich mit den Entscheidungsvorgängen beschäftigt, dann sieht man, dass das Aufheben eines Gesetzes was anderes ist als ein übliches Entscheidungsverfahren, das es in einer Behörde gibt. Wir beschäftigen uns mit grundlegenden gesellschaftspolitischen Fragen und geben dann eine Begründung für die Öffentlichkeit, nach der sich die Öffentlichkeit ausrichten kann. Ich möchte es, wenn ich darf, kurz am Beispiel der Sterbehilfe erläutern. Darf ich nur eine Zwischenfrage stellen? Aber eines der Argumente dafür, vorgebracht von Kanzleramtsministerin Edtstadler oder auch Justizministerin Zadic, ist, es würde zu mehr Transparenz führen. Es würde etwas anschaulicher machen, was denn die Richter, Richterinnen am VfGH machen. Transparenz ist auch für die Gerichtsbarkeit wichtig. Deswegen verhandeln wir wichtige Fragen öffentlich, auch in Corona-Zeiten. Es war für uns keine leichte Entscheidung. Ich wollte auf die Sterbehilfe gerade eingehen. Es war für uns wichtig, dass wir die Gründe, die es dafür gibt, öffentlich verhandeln. Und
Diese Verhandlung, sie wurde im ORF vor kurzem dokumentiert, übrigens sehr gut dokumentiert, hat gezeigt, die verschiedenen Standpunkte aller Betroffenen, auch aller gesellschaftspolitischen Kräfte und auch die Richterinnen und Richter mit ihren Fragen, da wird etwas transparent gemacht, weil wenn ich eine Frage zu einer Grundfrage stelle als Richter, dann mache ich ja auch etwas deutlich, wie ich zu dem Thema stehe. Was ich gerade noch erklären wollte, ist die Darlegung der Gründe hat immer eine Auswirkung für die nachfolgende Gesetzgebung. Am Beispiel der Sterbehilfe. Dort sind Vorgaben drinnen, Leitlinien für den Gesetzgeber. Zum Beispiel, wie dieser Entschluss eines Sterbewilligen überprüft und dokumentiert sein muss. Wenn das jetzt für einen Teil der Richterinnen und Richter, und ich spekuliere jetzt nur, und rede nicht von der Tatsache, wenn für die das weniger wichtig wäre und die würden das in einem Sondervotum schreiben, dann wäre so eine wichtige Frage vielleicht in der rechtspolitischen Diskussion umstritten und würde nicht zu mehr Rechtssicherheit führen. Das ist ja vielleicht der springende Punkt. Haben Sie die Befürchtung, dass ein Sondervotum dann herangezogen werden könnte aus der Politik, um den Verfassungsgerichtshof vielleicht auch sogar ein bisschen anzuschießen, wenn man dann sagen könnte, na, sieht man ja, die sind ja selber zerstritten, die wissen ja selber gar nicht, es geht ganz knapp aus. Warum ist das so, dass es ein bisschen in Frage gestellt wird, dass man ein bisschen in Zweifel gezogen wird? Das kann ich nicht abschließend beurteilen. Aber haben Sie die Befürchtung? Befürchtung haben wir eigentlich nicht, sondern was unsere Hauptsorge ist, dass es mit unserer Arbeitsweise querliegt. Wir behandeln einen Fall und stimmen in so einem Fall auch immer in Etappen ab. Und wir haben die Übung, die auch in der Geschäftsordnung so niedergelegt ist, dass wenn man in einer Zwischenabstimmung in der Minderheit bleibt, man für die Folgeabstimmungen mit der Mehrheit stimmt. Um es am Beispiel der Sterbehilfe noch einmal deutlich zu machen, da wurden ja zwei Paragraphen angefochten, nämlich die Tötung auf Verlangen, die wesentlich mehr Mitwirkung führt, und die Mithilfe beim Selbstmord. Und wir haben eine lange Diskussion gehabt, ob auch die Anfechtung des Paragraph 77 der Tötung auf Verlangen zulässig ist. Und wenn man hier in der Minderheit wäre und dann bis zum Schluss in der Minderheit mitstimmen würde, würde das Ergebnis anders sich darstellen, als wenn wir so, wie wir es dann gemacht haben, als wir uns der zentralen Frage gewidmet haben, auf einer gemeinsamen Basis agiert. Ein Sondervotum in so einem frühen Stadium würde quer zu unserer Arbeitsweise liegen. Unsere Arbeitsweise ist gerichtet auf eine einheitliche Begründung, die vom gesamten Richterkollegium getragen wird. Wie ist das eigentlich, wenn man über Leben und Tod entscheidet? Das haben Sie nämlich gemacht bei der Sterbehilfe. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wir haben nicht über Leben und Tod in dem Sinn entschieden, wie es wäre, wenn wir in einem Staat wären, wo es noch die Todesstrafe gibt. Nein, aber Sie wissen, was ich meine. Ich weiß, was ich meine. Es geht um Leben und Sterben. Ich glaube, es ist eine Grenzfrage des Menschen und es geht einem dabei gar nicht gut. Das haben wir auch gemerkt, sowohl bei der Verhandlung als auch in unseren internen Beratungen, die sehr lange bis unmittelbar zu den Tagen vor Weihnachten gegangen sind. Was aber dann entlastend ist, dass man eine solche Frage im Kollegium entscheidet, dass man Zeit hat, die Argumente zu tauschen und am Ende ein Ergebnis erzielt, wo einen die Diskussion am Weg dahin dann entlastet, weil man sich vergewissert, dass Leute, die einem nahestehen, die mit einem seit Jahren zusammenarbeiten, dann doch eine ähnliche Position in einer solch schwierigen Frage haben. Die nächste große Entscheidung, auch umstritten, die ansteht. Es wird schon seit vielen Jahren in Österreich darüber diskutiert, können Asylwerber arbeiten, sollen die arbeiten dürfen oder nicht. Das ist derzeit verboten aufgrund von bestimmten Verordnungen von Minister Bartenstein, späteren Ministern. Sie haben, also der Verfassungsgerichtshof hat Bedenken angemeldet. Was ist Ihr Bedenken? Sie sprechen eine Entscheidung der letzten Woche an, nämlich, dass hier ein Erlass der Beschäftigung von Asylwerbern in einem bestimmten Bereich entgegensteht. Dieser Erlass ist nicht richtig kundgemacht worden. Und wir haben eine ständige Judikatur, dass Erlässe von Ministern, die wie eine Verordnung wirken, dass die im Bundesgesetzblatt kundzumachen sind. Und das ist hier nicht geschehen. Wir prüfen diesen Vorwurf jetzt, unser eigenes Bedenken.
Und wir werden voraussichtlich im Juni darüber entscheiden. Aber verstehe ich Sie richtig, da geht es um einen formalen Schritt. Da geht es Ihnen nicht um die inhaltliche Begründung, ob Asylwerber arbeiten dürfen oder nicht. Dieses Bedenken, das wir haben, ist ein formales, nämlich das der Kundmachung. Ich würde das aber nicht herunterspielen, formal Kundmachung ist ganz eminent wichtig im Rechtsstaat. Für die Kenntnis der Rechtsvorschriften ist die ausreichende Öffentlichkeit ganz wichtig. Deswegen sind die auch so streng bei Kundmachungsvorschriften. Machen wir noch einen Blick hinein in den Verfassungsgerichtshof. Ein langes Thema. Sie haben einen ziemlichen Männerüberhang. Derzeit gibt es 10 Männer, 4 Frauen. Und es kann in aller Regel erst wieder jemand nachfolgen, wenn ein Richter, eine Richterin 70 Jahre alt wird. Das ist, glaube ich, 2028 der Fall. Ist es eigentlich unangenehm für Sie im Jahr 2021, dass man so einen Männerüberhang hat, dass das überhaupt nicht ausgeglichen ist? Ich bedauere das, dass wir keine ausgeglichene Zahl von Männern und Frauen im Gerichtshof haben. Wir haben es leider nicht in der Hand. Das machen Nationalrat, Bundesrat und Bundesregierung. Ich würde mir wünschen, dass wir im Jahr 2021 schon gleich viel Frauen und Männer im Verfassungsgericht hätten. Aber Sie selbst können nichts unternehmen, sagen Sie. Wir können, das Einzige, was ich tun könnte, ist, wenn ich zurücktrete, dann könnte ich eine Frau zusätzlich ins Amt befördern, wenn die entsprechenden handelnden Organe das tun würden. Aber sonst habe ich eigentlich keinen Einfluss. Ihre Vorgängerin Brigitte Bierlein wurde danach bekanntlich Bundeskanzlerin. Was haben denn Sie eigentlich noch für Ziele und Pläne? Ich habe das Ziel, dass ich das, was ich jetzt mache, ordentlich mache und dass die, die später darauf schauen, zu sagen, es war ordentlich gemacht. Und dann möchte ich noch viel Zeit haben für Dinge, die derzeit zu kurz kommen. Bevor wir zum Schluss kommen müssen, schon noch eine Frage zur Verfassung. 100 Jahre ist sie alt geworden und jetzt ist viel über die Eleganz gesprochen worden, diese Verfassung, die ganz gewiss besteht. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, da gibt es vielleicht ein paar Baustellen. Ist ein bisschen ein Flickwerk, glaube ich, haben Sie auch selber gesagt, weil es zwar die Verfassung gibt, aber ganz viele Verfassungsbestimmungen noch drumherum. Die Bund-Länder-Kompetenzen sind ziemlich schwierig. Ist oft versucht worden, müsste man einen ernsthaften Versuch noch einmal wagen, das zu reformieren, ein neues Grundgesetz quasi zu gießen? Es gab Phasen, zuletzt vor 15 Jahren, als dieser bekannte Österreich-Konvent gedacht hat, wo man sehr unzufrieden war mit der österreichischen Bundesverfassung. Ich nehme jetzt in den letzten Jahren wahr, dass man von der äußeren Unübersichtlichkeit ein bisschen weggekommen ist und, wenn man so will, die inneren Werte der Verfassung schätzen gelernt hat. Der Herr Bundespräsident hat im ominösen Mai 2019 von der Eleganz der Bundesverfassung gesprochen. Und da ist auf einer höheren Ebene sehr viel dran. Wir haben ein sehr gut durchdachtes Regelwerk, was die Balance zwischen den Staatsgewalten betrifft. Wir machen zunehmend auch Grundrechte sichtbar. Ich erinnere daran, dass wir seit 10 Jahren, genau 10 Jahren, einen Katalog von Kinderrechten in der Verfassung haben. Das sind positive Entwicklungen. Ich denke, die Verfassung ist besser als ihr Ruf. Sie haben selbst einmal gesagt, einen Schönheitspreis gewinnt sie nicht. Einen Schönheitspreis gewinnt sie nicht, aber sie gewinnt einen Leistungstest. Danke sehr, Herr Präsident, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden sind. Danke, Eva Linsinger, gemeinsam mit mir zu fragen. Wir hätten noch viele Fragen gehabt, aber wie immer ist die Zeit ein bisschen schneller gelaufen, als wir uns gedacht haben. Danke auch an Sie, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Das war also der Verfassungsgerichtshofspräsident Christoph Grabenwarter in der Pressestunde. Und es geht hier politisch weiter in ORF 2. Gleich kommt das Parlamentsmagazin Hohes Haus mit Rebecca Salzer. Und wenn Sie vielleicht später eingeschaltet haben, die Pressestunde können Sie natürlich auf der ORF-TV-Thek abrufen oder auch hören als Podcast auf allen gängigen Plattformen. Haben Sie noch einen angenehmen Sonntag. Danke fürs Zuschauen.